Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Odyssey. Wir sind immer noch im Forstland, aber ich habe so das stumpfe Gefühl, wir sind nicht mehr lange im Forstland. Ich kann mir vorstellen, dass wir diesen Part in eine neue Welt fliegen, weil es ist nur noch dieses kleine Stück und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt hoch. Geil. Ah, ich habe noch was gesehen. Wir müssen nochmal runter, weil da oben ist noch ein Gang. Ich glaube, so viele Monde haben wir gar nicht mehr hier, die wir jetzt noch auf Anhieb finden können. Wir können ja gerade mal schauen. Wir haben derzeit 79 Münzen von 100 und 24 Monde von 54. Also es ist noch ordentlich was. Aber ich würde hier nicht so lange jetzt noch im Forstland verbringen, weil wir wollen ja schließlich... Ach du Scheiße, geht es doch noch weiter. Ich glaube, ich nehme mal meine Aussage... Was ist da noch? Meine Aussage nochmal zurück mit... wir verlassen heute das Forstland. Weil es gibt anscheinend doch noch einiges zu erkunden. Oh, die Panzer. Panzer fahren. Ist hier hinten noch was? Es war so klar. Was ist hier hinten noch? Der Tod. Ich wollte gerade sagen, wenn hier jetzt noch was gewesen wäre. So, Panzer, komm mal her. Oh, falscher Knopf. Wie schieße ich denn nochmal? So, perfekt. Kann ich da drüber fahren? Brauche ich den Panzer? Ich behalte den Panzer lieber mal. Schießen. Alle kaputt machen. War ja auch bei dem Dino im Kaskadenland so eine Mission, wenn man alle kaputt macht, dass man irgendwas bekommt. Was haben wir hier? Münzen, okay. Die Münzen nehmen wir jetzt erstmal. Jetzt mal gerade gucken, ob hier hinten noch was ist. Ne, hier ist nichts mehr. Dann fahren wir wieder hier drauf. Jetzt fahren wir wahrscheinlich schon mal eine Etage tiefer. Ach, da hinten sind Münzen. Schaut doch mal an. Oh mein Gott. Komm her. Treffer. Dich da oben treffe ich auch. Ich treffe ihn nicht. Dich habe ich jetzt. Er hat ihn abgewehrt. Noch schon. Komm schon. Alter, das gibt's nicht. Dich habe ich. Komm her. Er hat ihn wieder abgewehrt. Ja, Treffer. Jetzt habe ich meine Zusatzleben verloren. Bleibt der Panzer da so lange? Ich hoffe doch mal. Lassen jetzt einfach mal da. Ich habe eine Idee. Panzer! Ihr spawnt neuer. Perfekt. Kann ich nicht die Münzen auch anschießen? Perfekt. Dann machen wir es doch so. Ich hatte mir gerade schon gedacht, wird schwierig, die zu erreichen. Aber so geht's auch. So, dann gehen wir in die nächste Etage. Oh. Neue an gegen andere Panzer. Alter! Jo, wie viele? Treffer. Ich will Schiffe versenken hier. Alter. Ich verrecke hier. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Den müsste ich auch haben. Den habe ich nicht. Jetzt habe ich dich. Jawohl. Nur der eine. Komm schon. Die Steuerung von dem ist halt so schwammig. Aber wir gehen in den Nahkampf. Haben wir ihn. Gibt es hier noch irgendwie... Kann man da oben noch hin? Nee. Wo ist der Panzer jetzt? Ich kann hier doch kaputt schießen. Zack, zack. Wir schießen lieber mal alles kaputt. Aber geiler Secret-Raum. Aber hier ist jetzt nur ein Mond. Den holen wir uns mal. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir irgendwo einen Mond jetzt übersehen, ne? Weil meistens sind ja wirklich... Gut, da kann man doch da oben drauf irgendwie... Was ist denn da oben noch? Oder sind wir von da gekommen? Von da sind wir gekommen, ne? Ja, hier sind die
Typen immer hoch und runter gesprungen. Ich will aber mal gerade was ausprobieren. Da kann man ja auch nirgends durch, ne? Jetzt ist die Frage, ist hier halt nur ein Mond, ne? Kann ich mir jetzt mal gut vorstellen. Da ist zwar ein neuer Panzer gespawnt, er schießt da gegen die Wand. Da konnte ich irgendwo was kaputt schießen. Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, ich will jetzt auch hier gerade nicht... Alter, das war knapp. So viel Zeit verlieren. Deswegen... Perfekt. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Röhre. Vielleicht haben wir den Mond übersehen, aber irgendwann, wenn wir das Spiel auf 100% spielen, werden wir es herausfinden. Es sei denn, ihr schreibt es in die Kommentare. Okay, wir kommen hier an der Seite raus. Und da unten waren wir ja schon mal, ne? Ja, da unten waren wir schon. So. Ganz runter droppen wir nicht nochmal. Kann man da noch irgendwie drauf? Ja, da kann man auch noch her. Kann man auch runter droppen. Da oben ist noch ein Mond. Ich schmeiß erstmal hier. Alter. Waren wir da unten überhaupt? Das ist jetzt die große Frage, die wir uns jetzt hier alle stellen. Ich springe jetzt hier einfach mal runter. So. Da hinten wird ja hoffentlich, denke ich mal, nichts mehr sein. Oder? Einmal rumschwenken die Kamera. Nee, ich glaube nicht. Waren wir da hinten? Da oben drauf? Aber da unten waren wir. Da unten waren wir. Da unten ist noch so eine Nuss. Aber wir gehen jetzt erstmal hier und holen uns hier die Münzen. Hallo? Aha. Ich habe jetzt dieses blöde Gefühl, jetzt mal ohne Scheiß, dass wir es nicht schaffen, das Kaskadenland zu verlassen. Ah doch, die Nuss, die da unten haben wir doch schon mal. Da waren wir doch schon. Die ist einfach nur wieder zu. Die müssten wir haben, die Nuss. Kann ich mich dran erinnern. Dann gehen wir hier wieder hoch. Das finde ich ein bisschen, das ist so ein Minuspunkt. Dass wenn du so in so einen Secret Raum reingehst, dass, der Spielstand sozusagen wieder zurückgesetzt wird. Allerdings, warte, ich muss gerade mal gucken, ich kann mir nämlich vorstellen, aber hier ist nichts. Halt, dass das alles so durchsichtig ist. Zum Beispiel die Münzen, die du halt eingesammelt hast. Ah, guck mal, hier ist noch was. Dass die halt durchsichtig sind. Aber finde ich trotzdem irgendwie doof. Für mich sollten die dann weg sein. Also die, die du eingesammelt hast, sollten weg sein. Und auch die Monde. Die sind halt auch durchsichtig. Oder jetzt halt wie hier. Diese Nüsse. Die sind halt dann noch zu sehen. Oder kommen dann wieder neu dahin. Das ist dann schade. Das haben wir gerade eben von oben gesehen. Das heißt, wir haben hier noch so eine 2D-Passage. Hier ist doch selbst auch noch ein Mond. Ich kann mir auch vorstellen... Alter, was ist das hier noch für eine... Was ist das für eine Riesen-Map? Wie geil ist bitte das Forstland? So, hier hoch. Da ist noch ein Mond, einwandfrei. Ja, perfekt. Wie kommt man da denn jetzt am besten hin? Bin ich dumm? Oh, ich gehe jetzt noch weiter runter. Ich bin so blöd. Jump! Wie komme ich denn da ran? Da ist noch so eine komische Ecke, aber da ist auch nichts mehr drauf. Hey, bin ich dumm? Wie komme ich denn da ran? Komisch, springe ich so höher? Mmh.
Hinein. Achso, bei B und dann hinein. Oh, es schoppe ich wieder runter. Bin ich zu blöd? Man kann ja hier auch keinen Wandsprung machen oder so, ne? Kann man hier irgendwie drin... Ah, man kann sprinten. Man kann sprinten. Ich habe die ganze Zeit immer in den ganzen 2D-Passagen... Man kann ja hier sprinten. Lol. Ich habe das immer nur ganz normal gemacht. Also normal laufen. Ja, moin. Perfekt, aber wir haben ihn. So. Und wir kommen hier oben hin. Gut. So, jetzt machen wir aber den hier mal. Gucken, ob hier oben was ist. So. Hier sind noch versteckte Münzen. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Dahinter kann man nicht mehr. Kann man hier noch irgendwo hinter? Nein. Aber hier kann man noch drauf. Aber hier ist auch nichts mehr. Ich würde aber gerne noch, das war knapp, wissen, hier unten auf diesem Dreieck. Wir droppen einfach runter. Wir haben ja die Halbzeitfahne, da kann man ja Zeitreisen machen. Ich sehe mich absolut am Anfang wieder. Da ist noch eine Nuss. Da waren wir aber auch schon. Was ist das hier noch für ein geheimer Weg? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Eieiei. Das geht doch in die Hose. Ich sehe es doch, dass das in die Hose geht. Jump. Scheiße. Letzten Sprung verkackt. Den letzten Sprung habe ich verkackt. Alter, das Kaskadenland ist so groß. Ja, wie bin ich denn jetzt nochmal da hingekommen? Ah ja, ich weiß wieder. Servus! Keine Chance. Panchos. Aber wie komme ich denn jetzt nochmal da hoch? Muss ich jetzt die ganze 2D-Passage nochmal machen? Och nö, ne? Och nö, ne? Hier müssen wir gleich auch nochmal gucken. Ach komm. Dann machen wir das eben nochmal. Hier können wir jetzt durchpacen. Ich jetzt nochmal verkacke, ne? So, siehst du, das meinte ich gerade eben. Jetzt ist der Mond halt so grau hinterlegt. Die sollten einfach wegmachen, so, ne? Das wäre irgendwie, ich finde, übersichtlicher. Aber naja. Das Spiel an sich ist ein richtig geiles Spiel. Da kann man auch über so Kleinigkeiten einfach mal, ich sag mal, hinwegsehen. Gott. Ja, Mann, was mache ich denn? Och, Mann, ich bin so ein Haufen Stück Scheiße. Oh, was habe ich denn da gemacht? Ey, man muss ja dann direkt rüber. Man hat ja sozusagen nur einen Versuch. Leute, ich schneid's raus. Wir sehen uns, wenn ich den Sprung schaffe. So, wir sind wieder da.
Yeah. Heilige Mutter Maria Gottes, so musste es, so musste man das machen, ey. Leute, wir sind wieder da. Wo kommen wir denn jetzt raus bei der Röhre? Oh ja, gib mir den Mond. Oh, ich hab's jetzt, glaube ich, viermal gemacht. Meine Herren, nicht noch. Ich hatte mir so zwischenzeitlich gedacht, so kann es nicht funktionieren. Du bist immer zu tief und auf einmal ging's dann. Ah, herrlich, dann haben wir den auch. Und wir kommen hier oben raus. Die haben sich gerade... Komm, schießen an. Geil. Ihr Dummköpfe. Spawnen die neu? Belastend. Hier ist doch safe auch noch irgendwas. Ein Herz versteckt. Da oben war aber nichts mehr, ne? Oder kann man da oben hin? Oh, Gott sei Dank kann man nicht da oben hin. So. Kann ich die Bowser-Dinger abballern? Passiert da was? Ich denke, nein. Ich muss wahrscheinlich das Bowser-Teil da abballern, ne? Treffer! Treffer! Wegmachen! Treffer! Easy. Treffer. Jawohl. Und du? Bilder kaputt und ich hab gewonnen. Jawohl, das ist der nächste Mond. Kann ich jetzt hier aussteigen? Hier noch irgendwas. Mal hier noch die Steine. Perfekt. Die Steine kaputt schießen. Da vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Sieht aber nicht so aus. Da hinten müssen wir halt auch noch hin, ne? Kann man noch so an den Rand. Da ist aber nichts mehr. Ich glaube, bevor ich diesen Mond hier einsammle, ich glaube, das ist so mit der letzte Mond. Da haben wir auch noch mal ein paar Münzen gefunden. Geht es hier noch lang? Ah ne, das ist die 2D-Passage. Dann holen wir uns doch mal diesen Mond. Und einen haben wir ja auf jeden Fall noch gesehen. Den würde ich auch gerne noch holen, bevor wir uns hier abmachen. Aber hier geht's, glaube ich, auch noch weiter, ne? So wie das da aussah gerade. Dieses Kaskadenland ist einfach so gigantisch. Ja, jetzt öffnet sich hier ein Tor, es geht sogar noch weiter. Das... Ich verteidige das geheime Blumenfeld. Alter, wie groß ist diese Map, bitte? Und ich habe gerade eben am Anfang des Parts gesagt, ja, ich glaube, wir verlassen heute das Forstland. Arschlecken, Alter. Es ist ja riesig. Das hätte ich niemals gedacht, wie groß das Forstland ist, wenn man das Seeland jetzt dazwischen sieht. Ja, da müssen wir irgendwie... Da ist nämlich auch noch eine Nuss, sehe ich gerade. Ich habe eine Idee. Wir brauchen ihn hier wahrscheinlich. So, und jetzt können wir hier irgendwie so raus. So, zack, zack. Und dann gehen wir mit ihm hier rüber. Oder? Ja, easy. Das ist richtig so. Hier, moin. Da unten ist der Shop, da waren wir überall. Alter, wie viele verwinkelte Gassen es hier gibt, ne? Oder Wege und sowas. Waren wir da unten? Ja, da unten waren wir. Das waren die ersten Panzer, die wir, glaube ich, gesehen haben, oder? Nee. Aber da waren wir trotzdem.
Da müssen wir gewesen sein. Ja, da sind wir hochgegangen. Ja, und da unten sind wir ja gestartet. Sieht hier auch irgendwie alles so gleich aus. Na gut. Und nu? Wie geht's denn hier weiter? Wie kommen wir denn bitte da oben hin? Ah, da ist aber auch noch so eine Fahne. Ich kann mir vorstellen, dass da auch wieder so ein Gemälde ist. Es gibt ja in jeder Map, soweit ich weiß, so einen Stern, wo man erst durch eine andere Map reinkommt. Weil da ist nämlich noch so eine Fahne, die kann man da sehen. Und das war ja auch in der Wüste so, da war ja auch... hinten waren wir auch. Da oben waren wir auch. Da war ja auch auf so einer Insel, sag ich jetzt mal, noch ein Gemälde, wo wir dann durchs Seeland? Sind wir durch Seeland da hingekommen? Weiß ich gar nicht. Und im Kaskadenland war doch, glaube ich, wir waren doch irgendwo in die Stadt reingekommen da, ne? Da war ja auch noch so ein versteckter Mond. So ein einzelner dann. Deswegen denke ich mal, das wird auch so einer sein. Und hier nehmen wir jetzt erstmal die Fahne ein und müssen jetzt hier runter, oder? Es sieht so aus, ne? Dann gehen wir mal hier runter. Und das ist diese fliegende Untertasse, die ich gesehen habe. Lull. Geheimes Blumenfeld. Oh nein, das Ding klaut einfach die ganzen Blumen. Ja, ich gehe mal davon aus, ich brauche ihn hier irgendwie. Und jetzt muss ich das stopfen. Das war nicht der Endkampf. Das kann es nicht sein. Nee. Blumen, Blumen, Blumen. Muss alle Blumen haben. Was ist das? Leg dich nicht mit mir an. Zwieblein. Was? Stand da Zwieblein? Nee. Zweibein. Ich glaube, Zweibein stand da. Okay. Das muss ich anscheinend kaputt machen. Um den Schaden zu fügen. Ich bin gerade irgendwie noch ein Stück weit verwirrt. Oh, was ist hier denn? Wahrscheinlich Leben, ne? Ach, ich hätte dem wahrscheinlich jetzt eine reinzimmern müssen, ne? Zerschmettere die Blöcke drumherum. So, und jetzt dreht er sich ja jetzt gleich wieder, ne? So. Und jetzt kann ich dem wahrscheinlich hier... Ja, jetzt kann ich wieder eine reinzimmern. Also gut. Oh, oh. Warum hat Bowser eigentlich immer die coolen Sachen? Oder generell Bösewichte? Jo. Übertreib. Entspann dich doch jetzt mal. So, komm. Zack, easy. Also das hier ist ja wirklich easy, den hier so zu klatschen. So, und jetzt wieder hier. Zack, 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 zack. Genau so. Also irgendwie bin ich immer noch ein Stück weit verwirrt von diesem Kampf hier. Oh, nur ein kleines. Oh, das wird ein großes. Alter. Macht er noch eins? Nee. Ich denke mal, das ist jetzt die letzte Phase. Es bringt halt auch nicht, dass er noch mehr Blöcke dahin macht. Ah, jetzt dreht er sich. Oh, oh, der will irgendwas auf mich schießen. Weil die mehr Blöcke, das bringt ja nichts. Ich gehe einfach hoch und dann habe ich ihn ja. So, und jetzt müsste er eigentlich besiegt sein. Immer, meistens ist es dreimal, ne? Was ist das für eine komische fliegende Untertasse hier? Multimond. Ich denke mal, das war jetzt der letzte finale Kampf hier im Forstland. Jawoll. Haben wir das Teil, nenne ich es jetzt mal, auch besiegt. Geil. Also ich, irgendwie verwirrt, aber geil.
Der wollte alle Blumen klauen und wir haben ihn jetzt verhindert. Also wir haben jetzt das, also was heißt verhindert? Das Kleid und die Krone und so, das hatten wir ja nicht alles, ne? Wir sind auf jeden Fall wieder am Anfang und es duftet hier nach Blumen. Das bedeutet, hier ist es auch wieder hell, ne? Ja, hier ist es wieder hell. Eichhörnchen. Was machen die? Die waren sonst nicht hier. Ich will dich haben. Okay, das war's dann mit dem Eichhörnchen. Wo ist das dritte Eichhörnchen? Eichelhörnchen. Wo bist du? Ach, ist ja auch egal. Zack, Herz nehmen wir noch mit. Was ist da noch? Ah, da waren Münzen mal. Wir gehen mal nochmal in den Shop. Weil wir werden das Kaskadenland... Kaskadenland, sag ich jetzt schon. Wir werden das Forstland ja jetzt eigentlich verlassen. Vielleicht später. Wir können uns aber noch nicht alles leisten hier. Uns fehlen tatsächlich noch ein paar Münzen. Da weiß ich aber auch nicht, wo die sind. Wir können ja gerade nochmal die Listen angucken. Die gute Mathe sind, wissen jetzt genau, wie viele Münzen uns schon fehlen oder uns noch fehlen. Aber wir haben jetzt 84 von 100, das heißt, uns fehlen noch 16 Münzen und wir haben jetzt genau 30 Monde von 54. Das bedeutet, uns fehlen sogar noch 24 Monde im Forstland. Das ist noch ordentlich, würde ich sagen. Aber wir sind, denke ich mal, durch. Oder? Er hat ja hier nichts mehr zu sagen. Hier muss ja auch irgendwo noch ein Tot sein oder so, ne? Oh. Verwerfen. Leute, das war's mit diesem Part hier im, oder ja hier im Forstland. Vorerst der letzte Part im Forstland, weil wir möchten gerne weiterreisen. Und welchen Ort wir bereisen, das seht ihr nächste Woche Samstag. Schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Es wird spannend. Neue Map, neue Monde, neue Münzen. Und ich bin hyped. Ich bin so gespannt, wo die Reise hingeht, weil ich spiele das Game halt blind. Ich habe mir vorher keine Let's Plays oder so angeguckt. Und bin einfach gespannt. Leute, schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Für heute bin ich raus und ciao.